Ja, willkommen zurück. Ja, ohne Rap, wir haben keine Zeit. Wir machen, warte mal, was machen wir denn? Ich geh jetzt, na genau, wir machen die typische, die Standard. Der Ort des Geschehens. Dabei macht er so einen friedlichen Eindruck. Genau. Das normale Standard-Game, alles abchecken mit jedem, das gehört sich so, das muss so. Da müssen wir jetzt einfach durch, Leute, ne? Wir machen Folgendes. Lass mal das erste entdecken hier, okay. Wer immer hier stand, hat wohl durchs Fenster gesehen. Mhm. Genau, die Puppe haben wir schon. Da lebt jemand auf großem Fuß, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, was haben wir gesagt? Ein Foto davon wäre gut. 46? Ah, ich habe keine Kamera. Hat er nicht eine Kamera? Ein Foto davon wäre gut, sagt er. Wartet, wir gucken mal eben nach Hause, ob wir da nicht eine Kamera haben. Mann, das Gerät spult schon wieder endlos. Das hat echt eine Macke. Ach so, das ist kaputt. Er sagt zu Tim, fass das nicht an, das ist halt kaputt. Das ist so gut. Das ist so geil. Tja, aufheben oder wegwerfen? Rote Ohren unter Palmen? Erst mal sehen, was sich alles auf den Bändern verbirgt. Bennos Träume? What? Hier ist ein Schokolaptop. Wege der Kultur? Gut, dass Willis Notebook Fotos macht, die sich abspeichern und jederzeit ausdrucken lassen. Tatsache? Das kommt uns sehr gelegen. Ja, ist ja geil. Ja, geil, das nehme ich mit. Warte mal, kann ich das hier nicht irgendwie fixen? Dieses Teil ist einfach vorsinnflutlich. Ja, du musst eject. Du musst stopp und dann eject. Stopp und eject. Stopp, eject, power, stopp und eject. Aufstecken, neues kaufen, vielleicht mal auf DVD umsteigen. Das wäre wirklich ganz, ganz toll. Okay, gut, wir lassen es jetzt mal so, wie es ist. Können wir sonst noch was anfingern hier in the town, in the building? I guess we can't. So, passt. Wir können eigentlich jetzt ein Foto machen. Da sind wir schon richtig, richtig gut unterwegs hier. So. Okay, los geht das. Ja? So, das hätten wir abgespeichert. Geil. Ey, Karl, du bist der Geilste einfach. Du bist ein Technikgenie, ey. Der kann einfach mit dem Laptop Fotos machen. Das ist einfach das Unpraktischste. Aber stell dir mal, es gab halt keine Smartphones, ne? Was willst du denn hier? Du wohnst doch gar nicht im Internat. Aber ich gehe dort zur Schule. Schon vergessen, Herr Wuchtig? Ach so, ja. Aber kommt Tim Carsten und will die Sauerlich nicht ins Gehege. Wobei, man muss sagen, muss mit dem Laptop Fotos machen zu der Zeit. Ja, auch überhaupt unterirdisch, wenn das überhaupt möglich war. Und die Kamera ist ja auf der anderen Seite, wenn dann... Also, die müsste ja nach hinten... Gut, wir hinterfragen das mal nicht. was geht da? Wie kommt es, dass Sie sich nicht an mich erinnern? Stimmt, ey. Alle Kinder, die im Internat wohnen, muss ich der Hausordnung wegen im Auge behalten. Schüler, die nur zum Unterricht kommen, merke ich mir nicht. Achso, ich dachte sowas wie... Er sagt sowas wie, ja, die sehen alle gleich aus für mich oder so. Auch lustig. Ich frage mich, ob man das nächste Boot nicht sogar besser machen könnte. Ja, kannst du ja mal hier umkonstruieren. Hast du eine Idee, mein Bester? Nee, oder? Das ist ja Tim. Ja. Da war er Schlagmann der Rudermannschaft. Tim ist schon eine Sportskanone. Schlagmann, also ja. Das passt zu ihm. Der Schlagmann. Okay, hätten wir sonst noch was zum Anfängern hier? I don't think so. Gut, dann gehen wir mal Option DOS. Hier rein. Hat sich hier einer von den Gymnasiasten herumgetrieben? Mal sehen. Naja, ihr Bootshaus befindet sich direkt nebenan. Ja. Da bleiben Begegnungen nicht aus. Ja. Allerdings habe ich keinen bei unserem Boot erwischt. Ja, okay. Gut, also rüber zu den Gymnasiasten. Hi, Karlmann. Hey, Mann. Na, lässt sich dein toller Tim nicht mitwerken? Nee, lässt sich nicht, Alter. Ich gehöre mehr zur denkenden Fraktion. Ja, Bruder. Was machst du hier, Alter, Lan? Was hast du für Probleme hier? Hat sich jemand an eurem Boot zu schaffen gemacht? Genau, Bruder. Nö. Oder meinst du, Tim und sein Lachsack haben was vor? Ey, das will ich ihn nicht geraten haben. Nee, will ich ihn auch nicht geraten haben, Bruder. Du sprichst wie ein typischer Gymnasialschüler, Alter. Pass mal auf, ich hab noch eine Frage an dir. Wie wichtig ist euch der Sieg? Genau. So wichtig wie für euch. Solange es fair zugeht und alle die gleichen Chancen haben, macht das Gewinnen Spaß. Das und Gewinnen? Wir wollen Spaß. Ja, okay. Alter, ist das nicht ein bisschen riskant mit deinem Werkzeug hier über dem Wasser und so? Das kann da leicht mal reinfallen. Vor allem hast du hier mit Elektronik zu tun, Bruder.
Ich würde mal ein bisschen aufpassen an deinen Stellen, ne? Was ist das denn? Kann ich mir diese Puppe mal ausleihen, Erkan? Genau, ich möchte sie mit einer anderen vergleichen. Von mir aus nimm sie mit. Ich hab sie bloß hier, damit sich niemand darüber lustig macht. Die Schmeichel fand sie gut. Aber ich habe ja auch geschickterweise euren Tibororo als Vorbild genommen. Ah. So eine Qualität hätte ich Erkan gar nicht zugetraut. Sieht gut aus, Erkan. Hast du geil gemacht. Gute Voodoo-Puppe, Bruder. Aber für was hat er den gebaut, weißt du? Aber guck mal, wir können mit Karl, können wir mit ihm reden, mit Erkan. Das ist, finde ich, ganz gut. Hat sich jemand an... Wie wichtig ist euch der... Warum kann ich denn nicht... Ah, das ging früher mal, dass man hier aus dem Gespräch raus konnte. Wie wichtig ist... Hat sich jemand an eurem Boot zu schaffen gemacht? Nö. Oder meinst du, Tim und sein Lachsack haben was vor? Ey, das will ich hier nicht geraten haben. Ja, okay, das ist ein bisschen nervig, dass ich da erst dann wieder raus muss. Okay, wir machen nochmal das Same, dann haben wir das alles hier schon mal abgeschlossen mit den anderen beiden, dann können wir da mal einen Haken dran setzen. Was habe ich hier geschuftet? Und jetzt? Ach, Christian, hab dich mal nicht so. Okay, ist für Klüssi nicht mehr interessant, offenbar. Er möchte auch darüber gar kein Wort verlieren. Na, Herr Wuchtig, alles unter Kontrolle? Ich sage dir, man muss seine Augen überall haben. Diese Vandalen. Wem sagen sie das? The Vandals, you know, the Vandals. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Herr Wuchtig? Gute Frage, ja. Das ist gut gemeint, aber spare deine Kräfte lieber für ein neues Boot auf. Du wirst sie noch brauchen. Ja, ich kann es mir jetzt auch nicht aus den Rippen schneiden irgendwie. Oh Mann, ein Schokoladenboot alles nochmal von vorn. Ich könnte platzen vor Wut. Platzen? Schade, dass ich nicht in der Mannschaft war. Wann ist denn das? Gott sei Dank, mit so viel Ballast wird dir alle im Nu baden gegangen. Hä? Bruder, entspann dich mal. Was ist denn das für eine mega fiese Fat-Shaming-Aussage hier von dir, du kleiner Mobber, du? Achso, warte mal, was kann ich denn hier benutzen? Ah, kann ich ihm das Foto zeigen? Wem könnten diese Fußspuren gehören? Eins nach dem anderen. Erst will ich Kehr ausmachen. Okay. Wen haben Sie gestern Abend zuletzt hier gesehen? Wen haben Sie gestern Abend zuletzt hier gesehen? Der hat auch Riesenfüße, der Kerl, ne? Mal überlegen. Ach ja, den kleinen Tibororo. Kurz nachdem ich den Krach im Bootshaus bemerkte. Er hatte wohl den Ausgangsschluss verpasst. Aha, der Tibororo, Tuvabo, der hat hier wohl rumgeschillt. Aber der hat nicht so große Füße, ne? Nee, das hat er nicht. Okay, wir gehen mal auf die andere Seite zum Feind noch. So, Erkan. Ach nee, die dickste Praline, seit es Schokolade gibt. Boah, Erkan, sag nicht so ein... Und es kommt gleich noch viel dicker, Freundchen. Mach den nicht, mach nicht so ein Auge hier. Habt ihr es nötig, die Konkurrenz mit blinder Zerstörung aus dem Weg zu räumen? Hä? Hör mal, wenn wir euch aus dem Weg haben wollen, dann ist ein fairer Wettkampf die beste Gelegenheit, um euch zu blamieren. Hau bloß ab, Mann. Echt, Klüsschen. Ah, okay, also die beiden dürfen da nicht rein. Ah, Klüsschen auch wieder total strategisch richtig unklug, Aber wir können mit Gabi mal hin, ne? Da freut er sich bestimmt. Da freuen sich nämlich alle. Schön brav, Oskar. Bei Fuß. Gut. Mhm, okay, interessiert sie nicht. Gut, weil wir haben jetzt das Foto, verstehe schon. Hallo, ich bin Gabi aus der 9B. Warte mal, du bist das G in diesem Quartett, das die Pausenaufsicht übernommen hat. Richtig. Das G in TKKG, aber wir gehören nicht zu den Aufpassern, sondern sind Detektive ins B. Mhm. Das schreit ja auch immer bei jedem Anfang. Haben Sie einen Verdacht, wer das Boot der Jungs zerstört hat? Nö. Die Jungs vom städtischen Gymnasium sind mir nicht ganz koscher. Ja. Aber die habe ich noch nie leiden können. Ja, genau, weil die nämlich vom städtischen Gymnasium sind. Hey, da durchzusteigen ist gar nicht so schwer. Aber ob das Boot genug hermacht, um die Gymnasiasten zu schlagen? Ey, klar, das sind doch voll die Hohlbirnen, ey. Ich wusste gar nicht, dass mein Tim rudert. Ja, eben. Niemand... Tut er eigentlich nicht. Ja. Aber bei einem Wettkampf ist ein Sportsmann wie Tim immer ein Trumpf. Hä? Wusstet ihr das nicht? Redet ihr nicht über sowas? Was habt ihr denn für eine verworrene Beziehung, ey?
Das muss sie doch wissen. Zumal, wenn er hier drin arbeitet, werden sie doch mal drüber gesprochen haben. Es ist also ganz, ganz verquer, also diese Jugendlichen von heutzutage. Das muss einer verstehen. Wann haben Sie von der Sabotage erfahren? Ich selbst habe heute Morgen die Trümmer entdeckt. Offenbar noch vor Tim und Willi. Mhm. Denn mir hat ja keiner was gesagt. Genau. Schon gar nicht, dass Sabotage im Spiel ist. Ja, aber ob das so stimmt, ne? Da gucken wir nochmal. Vielleicht war es ja auch nur ein Unfall. Der Sturm. Hey Gabi, gibst du Tim den Laufpass und kommst in meine starken Arme? Ja, oh, das war so klar. Mensch Erkan, lass dir mal ein paar neue Sprüche einfallen. Oh Gott, warum ist das so stereotyp? Ich hatte so gehofft, dass es nicht so ist. Oh Gott, ja, okay, alles klar, ist halt ein krasser Player. Riecht es hier nicht irgendwie komisch? Ja, nach Knoblauch oder so, ne? Purer Männerschweiß. Ich bin mir sicher, bei den beiden Schlaffis drüben duftet es nach Schokoplätzchen. Ja, so Schlaffis, also das ist also hier ganz schön, also ganz schön überheblich. Wäre es für dich nicht ein leichtes, unser Boot kurz und klein zu hauen? Sag mal, du willst mich doch nicht etwa auffordern, Tim vom Bootsbau abzubringen. Damit würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden, Baby. Ohne Tim keine Regatta. Und jetzt, zisch ab. Ja, ich stehe wirklich überhaupt nicht darauf, von jemandem Baby genannt zu werden. Okay. Gut, dann sind wir hier fertig, würde ich erstmal sagen. Erstmal fertig. Nummer 2, was ist das? Das ist das School, oder? Ah, das ist das, ja, das Ambiente Gymnasium. Für ein städtisches Gymnasium. Ja, das städtische Gymnasium, da waren wir auch das zum ersten Mal. Nee, waren wir da nicht mit Katja mal? Am Anfang? Waren wir da nicht mit Katja? Ich bin nicht sicher, ich glaube schon. Was ist hier denn los? Die hat sich ihre Finger gerade ab. Als ob sowas wie... Ich glaube, da müsste mal was geölt werden. Ja. Oh, hört man das bis nach draußen? Mhm. Ich wünschte, wir würden bald eine neue Schneidemaschine bekommen. Also, leider sieht der Etat Anschaffungen für den Kunstunterricht zurzeit nicht vor. Kunstunterricht auf dem Gymnasium? Das ist ja komplett was Neues, ja. Vor allem, das ist ja auch Werkunterricht, Textilarbeit und so. Macht ihr nicht irgendwie Naturwissenschaften? Das sind unsere Voodoo-Puppen, die wir im Rahmen der Projektwoche gebastelt haben. Ah. Die schönste wollen wir als Anerkennung dem Bruder des Regenten von Bahiti überreichen. Das ist ja süß. Allerdings habe ich noch nicht herausbekommen, wo Tebo Tito abgestiegen ist. Guck mal, da ist Tim, das Klößchen, das Karl, das Gabi und die Pfote. Komisch, diese Puppe sieht aus wie meine Freundin Gabi. Es wird sie doch niemand verhexen wollen? Das ist unwahrscheinlich. Aber es würde zeigen, wie bekannt und gefürchtet sie ist. Ja, hat er nicht erkannt, dass das Fotos sind? Ich meine, die sehen genauso aus wie in dieser Folge. Das ist schon irgendwie ein bisschen... Na gut. Wird Ihre Schule die Regatta gegen das Internat gewinnen? Na klar. Dafür werden wir schon sorgen. Mit der richtigen Motivation und kreativem Ansporn. Ich hätte sie mal gefragt, warum sie so traurig guckt. Guck mal, die guckt total traurig. Was hat sie denn? Wollen wir ihr nicht helfen? Vielleicht möchte sie über ihre Gefühle reden. Haben Sie entschieden, welcher Schüler das Gymnasium bei der Regatta vertritt? Erkan Rapid hat sich gleich gemeldet, als das Internat mit dem Vorschlag kam. Klar. Der Bursche ist ehrgeizig. Ja. Er kann ja auch was, ne? Er kann ja auch... Was? Er kann da mal mitmachen. Er kann auch anders. So. Die Schule ist ziemlich, Tja, hier wäre ich gelandet, wenn es nach dem Willen meines Vaters gegangen wäre. Hm. Die Schule ist ziemlich keilförmig gebaut, ne? Da täte eine bauliche Maßnahme gut. Zum Beispiel ein paar Erkan. Okay, gehen wir mal rein. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ja, meinetwegen. Je ne regrette rien. Ich bereue nichts?
Was bereuen Sie denn nicht? Ach, das war nur eins meiner Lieblingslieder. Mhm. Warum ist sie so traurig? Warum? Haben Sie Ihren Schülern beim Bootsbau geholfen? Da ich den Werkunterricht leite, bin ich dafür verantwortlich, dass wir uns bei der bevorstehenden Regatta nicht blamieren. Zumindest was den künstlerischen Aspekt betrifft. Werkunterricht leiten im Rock, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ist das die Puppe, die Erkan in ihrem Unterricht angefertigt hat? Aha. Ja, das ist sie. Ja. Ich erkenne die originellen Augen wieder. Es wäre schön, wenn du Erkan überreden könntest, sie doch noch zu präsentieren. Ja, das wäre echt süß. Aber hat der dann die anderen Puppen auch gebaut hier, oder was? Angeblich kann man mit Voodoo-Puppen über Entfernung Leute beeinflussen. Am besten soll das funktionieren, wenn sich an ihnen etwas Persönliches befindet. Mhm. Zum Beispiel ein Haar. Aha. Ich kann mir kaum vorstellen, dass auf Bahiti wirklich noch jemand daran glaubt. Doch, das tun sie sehr wohl. Entweder spielt mir meine Fantasie einen Streich, oder ich erkenne in dieser hier tatsächlich Tim wieder. So was kommt vor. Nicht umsonst haben sich viele Gelehrte mit unseren Träumen und dem Unterbewusstsein auseinandergesetzt. Okay, ja, meinetwegen, na gut. Wir befragen Sie nochmal Frage Nummer dos. Können wir Sie noch einen Gegenstand fragen hier? Was halten Sie vom Internat? Ja, genau. Das Internat ist ein würdiger Gegner bei Wettkämpfen. Hm. Aber natürlich stehe ich voll und ganz hinter unserem Gymnasium. Ja, klar. Macht Sinn irgendwie, ja. Was halten Sie von dieser Puppe? Das ist doch die Puppe von Erkan Rapid. Nein. Nein, doch nicht. Die Augen sind anders. Aha. Es könnte sich um ein Vorläufermodell handeln. Auf jeden Fall sieht auch diese Tebororo ähnlich. Ja, sehr. Ganz schön auffällig, nicht wahr? Ganz schön auffällig.